Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2076. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich kann euch sagen, von Honfleur ging es weiter nach Cabourg. Das ist auch eine kleine, hübsche Stadt, sehr viel kleiner noch als Honfleur, zumindest so gefühlsmäßig. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele Einwohner die jeweils haben. Dominiert wird das alles von einer wunderschönen Promenade am Atlantik. Dort befindet sich ein Grand Hotel, was wirklich auch einen Eindruck macht, als wäre es ein Grand Hotel und heißt nicht nur so, also ein pompöser Bau direkt am Atlantik, nebenan das Casino. Und ja, wir waren da und an dem Tag hatte förmlich alles zu. Und was wir dabei gelernt haben, in Frankreich ist der Dienstag der Tag, an dem alles geschlossen hat. Hier in Hamburg ist es ja der Montag. Museen haben geschlossen, Friseure, nicht alle, aber die meisten haben geschlossen. Und auch die Restaurants haben ihren Ruhetag am Montag. In Frankreich ist das nicht so, da ist es der Dienstag. Also Cabourg, da konnten wir natürlich in den Atlantik springen, der sehr warm war. Und ich denke, es ist ja gerade mal eine Woche her, das wird sich noch nicht so stark abgekühlt haben. Ich denke, da kann man immer noch ganz komfortabel zum Badenfahren hinfahren an die französische Atlantikküste, also Normandie und Bretagne. Und letztlich hatten wir dann noch die Schwierigkeit, eine Servicestation zu finden für ein Wohnmobil. Es gab laut Plan 3 und wir waren an 2 und haben kein Glück gehabt, das heißt kein Wasser und keine Entleerung der Chemietoilette. Die Touristeninformation, die extrem freundlich und auch sehr lange bis in die Abendstunden geöffnet ist, die konnte uns helfen. Die sagten, ja, wir haben 3, aber 2 davon sind kaputt. Sie müssen zum Hippodrom. Und Cabourg hat also auch ein Hippodrom. Wir sind dann dahin gefahren, da funktioniert da alles, Kreditkarte davor halten, 6 € bezahlen, für 10 Minuten Wasser haben, um unsere Frischwassertanks wieder aufzufüllen, Chemietoilette entleeren und dann haben wir uns überlegt, Cabourg, das hat man an einem Nachmittag gesehen, wir sind dann noch essen gegangen und weitergefahren, nämlich nach Den Haag. Stimmt nicht. Moment. Falsch, da ging es erst einen Tag später hin. Wir sind nach Giverny gefahren. Giverny kennt keiner, außer man ist eingefleischter Monet-Fan. Ich persönlich mag seine Gemälde, deswegen waren wir natürlich in dem Haus, in dem Claude Monet gelebt hat. Sehr großer Eindrang, extrem touristisch, ein Bus nach dem anderen. Aber man findet auch ein paar abseitige Pfade. Hinterm Haus befindet sich nämlich der Garten, den Claude Monet angelegt hat. Und dieser Garten ist zweigeteilt. Der erste Garten, ich nenne ihn jetzt mal Blütengarten, da hat man wunderschöne kleine verwinkelte Gänge. Da hat man diese Blumentore, sehr, sehr viel Blütenpracht. Die haben das wirklich dort toll im Griff, dass es da fast alles geblüht hat. Und da hat Claude Monet auch seine Motive gefunden. Er hat ja sehr viel Natur, sehr viele Pflanzen gemalt. Und dann gibt's einen kleinen Durchgang unter einer Straße durch, wie eine Bahnhofsunterführung fast schon, aber sehr nett gemacht. Richtig schön. Und auf der anderen Seite ist der Wassergarten. Da sind die Wasserflächen, die kleinen Flussläufe, die japanische Brücke. Und da sind natürlich auch die Seerosen, die der Claude Monet mehrfach gemalt hat. Ich habe einmal sein Original gesehen in Berlin, als das MoMA in Berlin ausgelagert war. Und die Hörer, die schon länger mit dabei sind, wissen das oder haben es gehört. Da war ja das MoMA vorübergehend in der neuen Nationalgalerie in Berlin zu Gast. Und da war das 13 Meter lange Bild, die Seerosen von Monet zu sehen, mit einem Audiokommentar, der unter die Haut ging. Das Bild kennen fast alle, gibt's sogar bei IKEA als Druck zu kaufen. Natürlich nicht in 13 Meter Länge, weil solche Wohnungen haben ja die wenigsten. Aber es ist schön, dort gewesen zu sein. Es hat sich gut angefühlt, aber man muss mit Massentourismus klarkommen. Für alle Technikbegeisterten gibt es noch ein kaum besuchtes Technikmuseum, was mich umso mehr gefreut hat. Alte Dampfmaschinen, den ältesten und größten noch funktionierenden Dieselmotor der Welt kann man da in Aktion bestaunen. Der Museumsbesitzer ist privat und hat
alles schön restauriert und renoviert und alle Modelle funktionieren. Also für Technikbegeisterte ist das auch ein guter Urlaubsort, Giverny, aber mehr gibt er nicht her. Deswegen sind wir danach direkt weiter nach Den Haag gefahren. Und da haben wir uns dann die Escher-Schau im Palais angeschaut. Danach ging es dann leider schon nach Hause, aber jeder Urlaub geht mal zu Ende und der nächste kommt bestimmt. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.